Hallo und herzlich willkommen beim Musikverein Glück auf Anthrazit Ibbenbüren. Wir berichten heute von der Premiere der Missa Katharina. Die Missa Katharina ist ein Kirchenkonzert, das dreimal in Westerkappeln, Hörstel und Ibbenbüren aufgeführt wird. Das Konzert ist eine Gemeinschaftskooperation von über 150 Musikern und Sängern aus dem Blasorchester des Musikvereins Ibbenbüren, dem katholischen Kirchenchor St. Margareta Westerkappeln, einem Projektchor der Singgemeinschaft Kantate 97 aus Riesenbeck, dem Projektchor des Velperchores und der Solosopranistin Katja Rotfuß. Orchester, Chöre und Solosopranistin führen 7 verschiedene Stücke auf, an die sich als Finale die Missa Katharina anschließt. Neben mir steht jetzt Stefan Schomaker, Dirigent des Blasorchesters im Musikverein Glück auf. Hallo Stefan. Hallo Heiko. Stefan, dann erzähl uns doch bitte mal kurz, was die Missa Katharina überhaupt ist. Die Missa Katharina ist eine Vertonung, eine moderne Vertonung des 20. Jahrhunderts von Jakob der Hahn. Sie besteht aus den klassischen Teilen des Messordinariums. Und die Besonderheit ist die Besetzung. Dieses ganze Stück ist komponiert für symphonisches Blasorchester und Chor. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Okay, und dieses Stück bekommen wir heute konzertant dargeboten. So sieht es aus, genau. Dann vielen Dank für die Infos und viel Erfolg. Thank you.
Ja, wie wir gesehen haben, eine komplett gefüllte Kirche, ein Konzert, was große Begeisterung ausgelöst hat. Und neben dem Applaus möchten wir jetzt doch ganz gerne noch mal ein paar Stimmen einfangen. Und ich habe hier gerade zwei Gäste, die das komplette Konzert verfolgt haben, die ich jetzt mal frage. Hallo, schönen guten Abend. Die erste Frage, wie hat es Ihnen gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ausgezeichnet. Sind Sie häufiger auf solchen Konzerten oder war das jetzt Ihre Premiere eines derart großen Kirchenkonzerts? Nein, ich bin schon häufiger auf Kirchenkonzerten, wobei die Chöre bisher nicht immer so groß waren. Aber ich bin schon häufiger auf solchen Konzerten, ja. Und im Vergleich zu den anderen, wie war das heute? Sehr hochklassig, sehr stimmgewaltig, ganz toll. Was sind denn so die zwei, drei Besonderheiten, die Ihnen jetzt auch noch nachhaltig hängen bleiben? Die Kombination aus dem Chor und aus dieser unheimlich voluminösen Stimme und natürlich Gabriellas Lied, Katja Rothfuss, einfach klasse. Dann vielen Dank für Ihre Meinung. Schönen Abend noch.